Hallo Löwe, herzlich willkommen bei Löwenherzlein zu einem kurzen Energieabgleich für dich am 9. Mai. Wie bist du drauf? Was steht an bei dir jetzt? Haben wir 2 der Schwerter, 3 der Stäbe, auf jeden Fall ein Fortschritt hier angezeigt. Du stehst vor einer Entscheidung, Löwe, die dir etwas Kopfzerbrechen bereitet, wo du nicht weißt, wo du versuchst, hier einen klaren Kopf zu bekommen. Aber die 3 der Stäbe ist eine sehr schöne Karte, die Karte der Zuversicht, die Karte des Ich warte jetzt ab, ich habe alles getan. Brichst du nichts übers Knie? Okay. Da haben wir dann die Königin der Münzen und die 4 der Münzen, eine Karte noch. Wir lösen am 9. Mai. Den 9. Mai. Okay, du ziehst hier ein bisschen die Reißleine, Löwe. Das finde ich gut. Du lässt dich hier nicht verrückt machen. Vielleicht geht's nicht so, wie du möchtest und du kommst hier eigentlich zu keiner Entscheidung, ja? Und du sagst dir, hey, als Hauptenergie, Königin der Münzen, ich betreibe hier jetzt mal Selbstfürsorge, Leute. Ich kümmere mich hier immer um mich. Und das ist das, was am besten auch gerade ist für mich. Du bleibst hier zuversichtlich in der Geduld. Du hast viel getan und weißt jetzt, es ist jetzt keine Zeit für Aktionismus. Einfach was tun. Ich weiß das bei Löwen. Ich bin selbst Löwe. Man neigt dazu, zu machen, zu machen, zu machen. Und manchmal ist es einfach zu viel. Es bringt gar nichts. Und da bist du gerade in dieser Energie. Du kümmerst dich um dich selbst. Du sagst dir, ich bin hier wichtig. Mir muss es gut gehen. Dann läuft auch alles. Ich habe hier viel getan. Alles gut. 4 der Münzen ist ja eigentlich immer so, ich komme nicht aus meiner Komfortzone raus. Aber in diesem Falle ist es so, ich halte mich hier immer bedeckt. Ich muss nicht immer was tun. Ich bin nicht für alle da. Ich muss auch nicht immer nachdenken. Ich bleibe hier jetzt einfach mal. Da bin ich sicher. Finde ich gut, weil wir haben mit den 10 der Stäben auch dieses, bevor du hier umfällst, weil du überlastet bist, du stemmst hier nämlich alles alleine, Löwe. Du fühlst dich hier auch etwas alleingelassen, von gewissen Personen. Ich weiß es nicht, von einer Person, von mehreren Personen. Du machst jedenfalls hier, bist so ein Alleinkämpfer, der sich um alles kümmert und bevor du hier zusammenbrichst, no way, ich kümmere mich um mich. Das ist gut. Anstatt sich hier weiter den Kopf zu zerbrechen, wie soll es hier weitergehen? Nö, jetzt lass mal die anderen machen. Eine Karte auf die, was ist denn hier das? 2 der Schwerter, bitte. Den Baum. Jo, das steht auch für die lange Zeit. Also es ist was, wo du lange dran bist auch. Bist absolut sicher, dass das was wird, was du vorhast. Du bist dir sicher, du bist selbstbewusst. Eine Zusatzkarte auf die Königin der Münzen. Jo, du lässt den Dingen jetzt mal Zeit. Du bleibst in der Geduld, weil erstmal muss es dir gut gehen. Es ist wichtig, dass du dich hier pflegst, der Reiter. Eine Karte bitte noch auf den 10 der Stäbe. Ja, da haben wir den Mond, also zu viel gemacht, ne? Reiter auf Mond. Immer voran, immer in Aktion. Und das laugt dich ja auch emotional hier aus, ja. Du fühlst dich einfach so, ich brauche hier eine Pause. Ich kümmere mich jetzt um mich und dann, jetzt können die anderen, jetzt machen die anderen mal. Ich lege hier noch eine Karte aus meinem Astro-Deck hier. Was sind da astrologisch noch? Haha, super, deine Karte, Löwe. Die Extrovertierte, jo, du haust hier auf den Tisch, ja? Löwe-like. Nicht nur auf den Tisch, der Löwe ist ja auch so, das ist der König, ja. Das ist der König unter den Tieren. Der legt sich mal schön jetzt in ein Schattenplätzchen und genießt das Leben. Die Extrovertierte. Das macht
der König, so, ja. Und so machst du es auch. Nö, ich hier doch nicht. Ich mache mich doch nicht hier alleine, stemme hier alles alleine. Jetzt bin ich dran. Jetzt fliege ich mich. So ist deine Einstellung. Finde ich gut. Wir schauen im Fortsatz-Reading. Habe ich eine Zeitkarte, die Astrowürfel habe ich da noch, und eine Liebesbotschaft können wir da auch noch legen. Wie das hier weitergeht für dich. Wie verhalten sich denn die anderen oder eine bestimmte Person, ne, die jetzt mal abliefern muss bei dir? Ich verlinke dir das hier unter dem Reading und jo, dann, wenn du was Persönliches gelegt haben willst, eine astrologische Beratung oder eine Kartenlegung, schreib mich gerne an, verlinke ich dir auch. Mach's gut, dein Löwenherz.